Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Janina, ich grüße dich. Du hast 3 Fragen gestellt und jetzt sind wir bei der zweiten Frage. Du suchst geschäftliche Kontakte und so stehst in Verbindung mit einem jungen Mann und möchtest wissen, ob er dich unterstützen kann geschäftlich. Aber er macht auch Komplimente, ob er es wirklich ernst meint. Das klären wir jetzt bei diesem Orakel. Diese Karte in die Mitte ist eine wichtige Botschaft und zeigt einen gewissen Rückzug, die Stille, eine meditative Haltung. Und du brauchst das jetzt bei diesem Neuanfang. Vorstellen die ideale Zustand, dass du Erfolg hast, dass du Gewinn hast, dass du mit diesem jungen Mann in eine schöne, gute Verbindung stehst. Verinnerliche das alles. Deine Gegenwart zeigt dieses Bild und das heißt du. Ganz alleine triffst die Entscheidungen. Du triffst klare Entscheidungen und bestimmst du die Richtung. Dieses Schwert hat eine symbolische Bedeutung, trennt die Angst. Diese graue Farbe hier im Hintergrund symbolisiert die Angst. Und in die Mitte ist hell und die Vögel zeigen die Befreiung. Und dafür ist wichtig diese meditative Haltung, befreit zu sein von Ängsten, weil Angst blockiert. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt dieses Bild. Und die Sternenhimmel versprechen dir, dass du Glück hast. Glück mit diesem jungen Mann und Glück geschäftlich. Und das soll dein Gedanke sein. Es steht alles im glücklichen Sternen. Was liegt im Unbewussten, im Verborgenen? Das zeigt dieses Bild und das heißt, du hast Konkurrenten. Also musst du das realistisch betrachten. Du stehst aber vor dieser Tür mit Unterstützung von diesem Mann und du kannst da dich gegenhalten oder dich verteidigen oder dich beweisen. Du hast diese Stärke und du hast diese Unterstützung. Sein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Er hat alles im Griff. Er beherrscht diese Welt. Du hast mit ihm eine sehr gute Unterstützung und er kennt Gott und die Welt. Er hat gute Verbindungen. Was liegt in seinen Gedanken? Das zeigt hier die Sonne. Und die Sonne bedeutet Erfolg. Also er kann das vorstellen, erfolgreich zu sein. Und wenn das seine Vorstellung ist, dann kann er sich auch behaupten. Und er ist sehr selbstbewusst, weil die Sonne symbolisiert die Selbstbewusstsein und strahlt was aus. Er hat gute Ausstrahlung. Sonne symbolisiert auch die Wahrheit. Und wenn er Kompliment macht,
dann sagt auch die Wahrheit. Du kannst auf ihn vertrauen. Was liegt im Verborgenen bei ihm, in seinem Unbewussten, das zeigt dieser Herrscher. Er beherrscht diese Fakt. Er beherrscht sein Leben und er beherrscht auch jede Situation, auch seine Gedanken, Gefühlen. Er hat das alles im Griff. Und er hat große Erfolg. Und das ist für dich eine hervorragende Unterstützung. Und nicht vergessen, du hast Konkurrenten und er kann gegenhalten. Steht hinter dir. Diese Karte hat auch eine Bedeutung und diese Karte heißt Trost. Entweder er gibt dir Trost und das ist nicht das Geschäftliche, es ist mehr das Private, oder du gibst ihm Trost oder beide. Es kommt eine Unterstützung, nicht nur geschäftlich, sondern auch emotionale Unterstützung. Liebe Janina, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg, alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.